Zur Mittagspause servieren wir das Ende vom Like Night. Facebook und Instagram schaffen den Like-Zähler ab, zumindest wenn man das will. Und Ariana Grande hat geheiratet und ist offenbar sehr stolz auf ihre Hochzeit. Die Bilder von ihr in Weiß mit ihrem Ehemann habe ich jetzt unter anderem gleich für euch. Damit schönen Donnerstagmittag, willkommen beim Push Magazin. Servus, Mahlzeit und Hallo, das ist euer kurzes Update von Krone TV. Das Rennen um die Likes ist vorbei. Instagram und Facebook geben ihren NutzerInnen die Möglichkeit, auf die Anzeige von Like-Zahlen zu verzichten. Das soll helfen, den Erfolgsdruck rauszunehmen, sagt der Instagram-Chef Adam Mosseri. Er will, Zitat, dass die Leute sich mehr auf den Kontakt zu Freunden und Inspiration fokussieren können, statt darauf, wie viele Likes sie oder andere Leute bekommen. Die Funktion wird zunächst bei Instagram und einige Wochen später auch bei der Plattform der Mutter Facebook eingeführt. NutzerInnen bekommen zwei neue Einstellungsmöglichkeiten. Zum einen kann man sich selbst entscheiden, die Anzahl der Likes bei den Beiträgen anderer generell auszublenden. Bei den eigenen Beiträgen kann man unterdessen für jeden Post einzeln auswählen, ob die Like-Zahl angezeigt wird oder nicht. Der Like-Button selbst verschwindet aber nicht. Instagram experimentiert bereits seit 2019 mit dem Verzicht auf Like-Zähler. Unzufriedene Teilnehmerinnen in den Testphasen haben argumentiert, dass sie auf Like-Zahlen angewiesen sind, um Relevanz von Beiträgen und Trends zu erkennen. Jetzt liegt die Entscheidung also bei den Usern und Userinnen selbst. Und jetzt habe ich Blumengirlanden, weiße Kerzen, Lichterketten und ein wunderschönes Brautpaar für euch. Ariana Grande postet ihre Hochzeitsfotos. Die 27-Jährige heiratet in ihrem Haus im kalifornischen Montecito ihren Verlobten Dalton Gomez. Im Dezember haben sie beschlossen zu heiraten und jetzt hat es tatsächlich stattgefunden. Sie ganz traditionell in Weiß, die Haare streng zurück mit weißem Schleier und mit Maschall. Und er trägt klassisch schlicht einen schwarzen Anzug mit weißem Hemd und schwarzer Krawatte. Die innigen Momente ihrer Trauung postet der Popstar Ariana Grande jetzt auf Instagram. Corona-bedingt feiern weniger als 20 Gäste mit dem jungen Paar. Ja, und vielleicht passend zur Mittagspause, ein Sandwich um $100, klingt nach einem reinen Werbegag, ist aber tatsächlich gar nicht so ein schlechter Deal. Zumindest im Vergleich zu dem, was ein Panini im Disneyland sonst so kostet. Und dann gehen gerade die Gerüchte um die Gerichte im neuen Avengers Campus viral. Der soll ja mit 4. Juni neu im Disneyland Los Angeles aufmachen. Da bekommt man dann auch eben ein Pimini, also kein Pamini, sondern einen Pimini, benannt nach Hank Pym aus den Ant-Man-Filmen. Und das um $100. Das ist aber auch so riesig, dass angeblich 8 Personen davon satt werden sollen. Passt damit auch zu Ant-Man, der sich ja selbst schrumpfen kann und dementsprechend wirkt die Welt und auch das Essen rund um ihn herum größer. Es gibt das Sandwich auch in normaler Größe, also für eine Person, das kostet dann aber $15. Die Version ist also im Verhältnis für 8 Personen günstiger mit $100. Wenn man sein privates Superhelden-Team mit hat, das sich dann auch die Kosten heldenhaft teilt. Also in dem Sinn, Avengers Assemble. Und das Wochenende ist von hier schon in Sichtweite. In dem Sinn, jetzt wo Essen gehen wieder möglich ist, können wir das auch so richtig genießen. Wiener Schnitzel, Kärntner Kasnudeln, weiß ich nicht, steirischer Backhindl-Salat, Linzer Torte oder Tiroler Gröstl. Und das Beste, mit jedem Mal essen gehen, erhöht ihr eure Chancen, nochmal essen zu gehen. Aber diesmal auf unsere Kosten. Holt euch den Krone Wirte Pass und gewinnt. Geht 5-mal essen und sammelt Stempeln auf euren Pass. Und damit gewinnt ihr mit ein bisschen Glück 100 Euro für eure nächste Pizza, euren nächsten Kaffee oder eure nächste Bowl, was auch immer ihr essen wollt. Also ihr spart euch das Geld und der Gastro kommt es trotzdem zugute. Alle Infos dazu haben wir für euch auf krone.at. Das war Push für heute. Die nächsten aktuellen Infos von Krone TV gibt es um 17.45 Uhr in den News und Push ist dann morgen für euch da. Da begrüßt euch dann die Anna. Wie immer pünktlich ab 8 in der Früh. Bis dahin, macht's gut. Ciao.